Hey Skater Girl, warte auf mich. Ja, Schweine! Hallo Schweine! Guck mal da, ist ein Strauß. Machen eine kleine Pause. Guten Morgen und willkommen bei uns zu Hause. Wir sind die Familie Blumenberg und das hier ist unser täglicher Vlog. Gerade bin ich natürlich nicht zu Hause, sondern ich mache mit Skater Girl hier einen kleinen Ausflug. Wir fahren ein bisschen mit dem Kickboard und dem Skateboard aus. Und heute habe ich eine ziemlich spannende Geschichte für euch. Dafür muss ich euch aber kurz mal was erzählen. Dafür brauche ich 30 Sekunden. Ich werde dabei ein paar Sachen nennen, die ihr gerne googeln könnt, aber nicht müsst, weil es eigentlich nicht relevant ist. Ich bin Science-Fiction-Fan und Bastler und Technik-Fan und schon immer gewesen. Habe deswegen früher im Internet und so auch schon immer, wenn ich irgendwelche abgefahrenen Technologien gefunden habe, versucht es nachzubauen und zu testen. Wie so ein Mythbuster, wenn ihr so wollt. Ich habe zum Beispiel einen Bedini-Motor gebaut. Ich habe keimenden Mais in einem 1000 Volt elektromagnetischen Feld bestrahlt. Und noch ein paar andere Sachen. Was ich unbedingt noch bauen wollte, ist Brownsgas-Generator und eine Maschine für elektrochemisch aktivierten Wasserstoff. Wenn euch das alles nichts sagt, ist das überhaupt nicht schlimm. Spannend wird es aber, weil ich bei der Gärtnerei Harden war und die mir erzählt haben, dass sie so eine Anlage haben zur Herstellung von elektrochemisch aktiviertem Wasserstoff. Und das ist ziemlich cool, denn auf der einen Seite dieser Anlage kommt Desinfektionsmittel raus, das für Oberflächen und für Hände genutzt werden kann und aus Wasser und Salz hergestellt werden kann. Und da fahre ich heute hin. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, fragt ihr am besten nicht mich, sondern jemanden, der richtig Ahnung davon hatte. Ich wollte mir so ein Ding ja nur basteln und gucken, was das so macht. Muss ich jetzt aber gar nicht mehr. Aber ich gucke mir das heute an und dann könnt ihr das auch sehen. Und es ist halt in der heutigen Zeit super spannend, weil man halt alkoholfreies Desinfektionsmittel herstellen kann. Super cool. Ein Baum, der blüht jetzt. Und eine Kuh. Das war ein bisschen anstrengend. Genau, Rika wollte bis zur Autobahn und dann nicht zurück. Klar, hin ist sie selber gerollert. Und zurück auch fast alles. Und dann ist sie ein bisschen Trittbrett gefahren. Das war ein Bienchen. Bei dem Wetter ist es Zeit, Sommerspielzeug vorzubereiten. Und draußen Spielzeug. Oh nein! Komm da raus, kleiner Käfer. Warum? Der soll doch nicht hier trinken. Nee. Da bewegt sich noch. Das ist gut. Laut werden. Mal ein Bild. Du malst ein Bild? Mhm, siehst du doch. Paulotta, kannst du mal den kleinen Schraubendreher geben? Ja. Rika, den da? Nein. Den, ja. Ich würde es sehr gerne mit einer Schraube festmachen. Aber wenn ich hier ganz fest drehe, steht es so vor. Jetzt klemmen wir mal hier oben. Alten Dübel als Abstandsstück dazwischen. Sieht aber hinterher keiner mehr. Ach so, und falls ihr euch fragt, warum ich das hier auch gemacht habe, gleiche Lampe ist um die Ecke nochmal. Wenn man von da von den Beeten aus guckt, war die eine so rum, die andere so rum. Das sah halt asymmetrisch aus. So, auf zu Harden. Ich fahre da natürlich nicht aus purem Jux und Dallerei hin, sondern weil wir tatsächlich Desinfektionsmittel brauchen.
man ja nirgendwo mehr welches bekommt. Und es ist natürlich ideal, eins zu haben, das Flächen und Hände gleichzeitig desinfizieren kann, ohne die Hautflora zu zerstören. Ja, und gleich auch für Flächen gut ist. Schauen wir mal. Gleich wisst ihr mehr. Wären wir schon. Ich bin mal gespannt, was Sabrina zu zeigen und zu erzählen hat. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob Sabrina noch ein bisschen Desinfektionsmittel für mich hat und ob die Anlage auch das hält, was sie verspricht. Ich bin ja super gespannt auf das Ding. Hey Sabrina! So, ich habe gerade noch eine Flasche bekommen. Ist schon fast alles weg. Die haben wohl schon einige Abnehmer hier gefunden. Aber man kann hier ab Hof auch einzelne Flaschen davon kaufen. Das scheint wirklich ein Tausendsacher zu sein, das Zeug. Also, ich will gar nicht zu viel erzählen, weil ich da keine Ahnung von habe. Aber googelt das sonst mal. Es ist halt ein nicht alkoholbasierendes Desinfektionsmittel. Und es steht auch auf der Flasche drauf, dass in Tests 99,9% der Coronaviren abgetötet wurden. Man hat halt nicht dieses Problem, dass der Alkohol die Fette in der Haut auflöst. Man soll da wohl sogar Wunden mitspülen können. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte, ich bin kein Arzt. Macht euch selber schlau. Ich habe jetzt wenigstens erstmal wieder ein Desinfektionsmittel, was man ja kaum noch irgendwo kriegt. Und das ist auch, ist auch eine Zulassungsnummer auf der Flasche. Also das Zeug ist offiziell zugelassen. Kann ich euch hier mal einblenden. Von daher habt ihr jetzt keine Sorgen, das zu benutzen. Tja, wer hätte gedacht, dass man bei Butni und DM nichts bekommen hat und in der Gärtnerei um die Ecke ein Liter Desinfektionsmittel bekommt. Ich fange halt jetzt erst mit der richtigen Produktion an. Und es wird tatsächlich einfach nur aus Salz und Wasser gemacht. An den Elektroden wird das Salz aufgespalten und dadurch bilden sich die Eigenschaften, also zwei verschiedene Flüssigkeiten sozusagen, beide auf Wasserbasis. Ja, ist pH-neutral, abgefahrenes Zeug. Vielleicht muss ich doch noch mal so eine Anlage bauen. Wenn ihr von dem Zeug auch was haben wollt, ruft vielleicht einfach kurz vorher da an und fragt mal, ob die was da haben. Weil auch denen wird es gerade in größeren Mengen aus den Händen gerissen. Jetzt muss ich aber schnell noch mal zum Drogeriemarkt und ein paar konventionelle Drogeriemarkt-Sachen besorgen. Ach, und bei der Vierländerei ist auch was los. Das freut mich ja sehr. Alter Falter, und am Elbdeich ist natürlich auch richtig was los. Die üblichen Radfahrer in Massen, Spaziergänger. Aber auch in gesitteten, distanzierten Grüppchen. Der Doktor ist bereit zur Operation. Machen Sie sich doch schon mal frei. Also neben diversen anderen Sachen hat Julia mich gebeten für, muss ich euch selber erklären, aber ich sollte Heu besorgen. Ich habe da eine Geschäftsidee für alle, die Bock da drauf haben. Das sind 30 Liter Alpenwiesenheu. Kosten 1,49. Ein Regal weiter werden kleine Beutel mit 70 Gramm Osterheu verkauft. Kostet 95 Cent. Ich würde vermuten, dass man hier draus so, da sind 1000 Gramm drin. Macht die Mathematik selber, ganz schön viele Beutel auf 95 Cent machen kann. Also wer gerade in Kurzarbeit ist oder so, Osterheu scheint ein dickes Geschäft zu sein. Und ganz im Ernst, das und das, was in den Osterheubeuteln waren, sah schon sehr identisch aus. Wenn ihr jetzt wissen wollt, warum da Stroh liegt, müsst ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich will euch heute wirklich nicht versprechen, dass das nächste Mal schon morgen wieder ist. Denn das hier ist der 15. Daily Vlog in Folge und das Ende des Daily Vlogs kommt langsam, aber ganz sicher. Ich muss bald wieder regulär arbeiten und kann deswegen nicht mehr diesen Aufwand jeden Tag betreiben. Es freut mich sehr, dass euch der Daily Vlog hier so viel Spaß gemacht hat. Ich werde nach wie vor versuchen, zwei Videos pro Woche zu bringen und wenn die Situation spannender oder heißer wird, werde ich vielleicht sogar noch mehr Videos bringen. Das hängt alles ein bisschen davon ab, was passiert und ich werde das einfach so machen, wie ich kann. Wenn ihr gar nichts verpassen wollt, dann abonniert vielleicht auch mein Instagram. Verlinke ich euch hier oben. Da in der Story wird sicher auch das ein oder andere Mal kommen, wenn der Daily Vlog nicht mehr den ganzen Content verschlingt, den ich produziere. Und dann habe ich nochmal eine Frage. Und zwar gibt es ja auch Tage oder Wochen, in denen ich nicht so viel filmen kann. Aber ich habe noch Material von unserem Gartenbau hier. Wenn ihr zum Beispiel sehen wollt, wie wir die Bank unten mit der Flügelklappe gebaut haben und solche Geschichten,
dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Wäre sowas auch mal cool, dann kann ich das Material nämlich für euch schneiden und euch ein Video draus machen, auch wenn in der Woche mal nichts Spannendes oder nichts Interessantes passiert ist. Ansonsten bleibt mir nur noch mal, mich bei euch dafür zu bedanken, dass ihr diesen 15-tägigen Ritt mit mir gemacht habt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei zukünftigen Videos wieder dabei seid, auch wenn es keine täglichen Updates gibt. Und bis dahin, bleibt gesund. Ich freue mich drauf. Ciao.